Willkommen heute noch zu einem weiteren Livestreaming. Heute mit einem neuen Format, das ich mal ausprobieren möchte, und zwar einem wöchentlichen Rückblick und auch eventuell teilweise Ausschau, je nachdem, was gerade ansteht, und zwar zu den Idle, Clicker und Incremental Games, die ich noch regelmäßig spiele, also die so in meinem täglichen Beschäftigen mit irgendwelchen Spielen auf jeden Fall immer wieder auftauchen noch. Und heute habe ich erst einmal eine Liste von 8 Spielen. Mal gucken, wie lange das insgesamt dauert. Ein paar werde ich relativ schnell durchgehen können, weil da nicht allzu viel passiert, und andere vielleicht ein bisschen länger. Und das erste in der Liste ist erst einmal Clicker Heroes. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie es tatsächlich geschafft haben, inzwischen ihren Patch 1.0 oder 1.1 rauszubringen. Weil eigentlich sollte der am 1. Dezember rauskommen. Und mal sehen, was davon inzwischen angekommen ist. Also 1.0.10 soll jetzt da sein. Also mal schauen, was tatsächlich im Spiel passiert. Okay, also sollten nämlich größere Änderungen stattfinden. Dafür habe ich jetzt also erst einmal 50 Rubis bekommen. Und ich bekomme eine neue Transcension. Also eigentlich ein Überweltreset. Also mal gucken, was der neue Patch jetzt mitbringt. Also Zone Scaling. Soweit die Zonen aufsteigen, the Skulling Fallen Across every 5 Zones. So. Plus ein Monster required. Alle 500 Zones muss mich ein Monster mehr machen. Na super. Also bisher war ich jetzt gerade an so einem Stand, dass ich nur noch 3 bis 4 Monster pro Zone erledigen musste. Die Chance der Primalbosse sinkt um 2%, das heißt aber zumindest noch mindestens 5%, das heißt, es wird deutlich seltener. Ich dachte eigentlich, dass das Ganze irgendwie schneller und leichter gehen sollte. Bossherr 0,4 mehr Monster wird, also sie haben mehr Gesundheit, minus 2 Sekunden und okay, die Zeiten gehen auch wieder runter, sehr lustig. Weniger Treasure Chance, super, auch das sinkt. Monster Health Score Rate is now constant after Zone 200.000. Okay, so weit war ich nicht. Ich glaube, mein höchstes war irgendwo bei 12.000, 13.000. Naja, mal gucken, das müsste irgendwo in den Statistiken gleich auftauchen. Also Transcendence. There is no longer a maximum Transcendence Soul Reward. Ah, okay, die ist nicht mehr begrenzt. Increase the rate at which transcendent power goes. Gilt das hier jetzt auch mit den 500er Sternchen oder ist das nur die Aufzählung? Increase the rate at which transcendent power goes und maximum transcendent power is now 25. Okay, man kann sie also nicht mehr über 25 heben. Das heißt, Bob hat wahrscheinlich ausgedient. Oder mal gucken. Aber die Begrenzung macht ja eigentlich dann da keinen Sinn. All Outsiders cost now ein Eis in grau linear. Okay, jetzt steigen die alle an, während ja eigentlich die Idle Outsider bisher nur immer mit konstant einem weitergegangen sind. Okay, es gibt weitere Outsider, die dann bestimmte Helfer dort verbessern. Zulil now goes exponentially. Okay, mal gucken. Pandora's has the effect DPS change from transcendent power. Ah, okay, der hat dann da noch. Und Bob gibt nahe jetzt effektives Konkumakuru. Maximum transcendent soul reward. Ja, genau. Weil das ist ja dann weggefallen, weil das ist ja jetzt dann eh begrenzt auf 25. Also mal sehen, ob das tatsächlich nachher einen positiven Effekt insgesamt hat. Und Ponyboy has no Solomon effects giving primary souls. Ancients. Solomon Ascent of Wisdom has been removed for players who have transcended and can no longer be acquired. Okay, deswegen ist auch dieses Zwangstranscendent. Das heißt, ich komme jetzt eh nicht allzu weit im Spiel wahrscheinlich. Aber mal gucken, inwieweit die jetzt alle auch schon zurückgesetzt sind. Reintroduced Pluto. Prozent Gold from Golden Clicks. Okay. DPS per Assigned Unassigned Clicker. Gut. Ah, okay. Das gibt jetzt nicht mehr Gold, sondern es gibt dann jetzt DPS per Clicker, der nicht aktiv ist. Auch okay. Kumara Ascended of Shadow No Abridge minus 100 Monsters required to advance to the next zone with a minimum of 2 Monsters per Zone.
vom Approaching 8 Monsters. Okay, minus 100 Monster required. Okay, also mal sehen, was das jetzt dann genau wird und wie viele Monster jetzt tatsächlich an welcher Stelle dann benötigt werden. Die Hero Cost Reduction. Okay, geht noch ein Stück weiter. Ja, weil ab 1% oder ein paar Nachkommastellen, das macht dann doch noch einen erheblichen Unterschied aus. Und reduces life by number of monsters instead of a percentage. Okay. Naja, mal gucken. Neue Heroes. Mal gucken, was die dann genau anstellen. Ubishop, Autoclickers now provide exponentially more clicks. Oh, okay. Da habe ich ja insgesamt schon 14. Autoclickers to the monsters after 3 Autoclickers. Okay, nach dem 4. bekommt es einiges mehr. Also bin ich mal gespannt, wie viel die dann natürlich dann später klicken können. Autoclickers now provide exponentially more bonus per additional used. Okay. Ja, genau, das war ja das DPS, was der andere dort, genau, der hier. Das statt Gold gibt es jetzt dort das dann. There are now 3 options for Timelapse. Achso, da haben sie was im Shop geändert. Clickmass Returns, New Items, Biker Knock, Label Marker. Okay, mal gucken, was da auftaucht. Save all now compressed into a new smaller format, reducing the overall file size. Clickable. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass sich da ein bisschen was ändert. Transcending will now automatically ascend as well, adding 0 souls to the total sacrificed. Okay. Also muss man da das Transcending nicht mehr machen, sondern man bekommt die Hero Souls automatisch. Also mal gucken, was da genau passiert. Okay, neue Animation. Icon in the Zone Information. Describe the current effect for the Zone Range. Gut, das ist eher dann ausprobieren. Und Number of Issues related to Clan, Particle Immortal Health, Bugs Fixes. Naja, dann bin ich ja mal gespannt, was mich jetzt hier tatsächlich erwartet. Und interessant, dass sie überhaupt bis Level 5 gekommen sind. Also wie sieht es jetzt hier erstmal aus? Gut, die haben sie alle zurückgesetzt. Ich habe jetzt 193 Seelen, also ich stand eh kurz vor einem Reset. Ich hatte noch überlebt, eben die wenigen hier... noch einen Aufstieg hätte ich gebraucht, dann hätte ich den auf jeden Fall abschließen können. Mal gucken, die Statistiken. Also hier meine letzte Transcension, das hatte sich jetzt deutlich verkürzt, nachdem ich in Bob investiert habe. Und ich hatte auf jeden Fall schon wieder meine mehr als 200 Faktor an Hero Souls geschafft und hätte jetzt eigentlich bald resettet, habe jetzt eben bloß gewartet, dass dieses Update tatsächlich endlich live geht. Achso, und hier kann ich auch nochmal nachschauen. Also das höchste war Level 12.000 knapp davor. Und klar, die Accents sind jetzt weg. Deswegen habe ich zum Glück gestern noch exportiert mit den Werten, die gestern noch für die 17. Überschreitung drin waren. Also die gilt es jetzt alle dann aufzuleveln. So, gab es jetzt hier. Okay, hier gibt es jetzt neue. Also gut, jetzt ist natürlich die Frage, welche Effekte die jeweils haben. Effectiveness of Kronos, Effectiveness of Dora und Bubos. Dazu solltet ihr natürlich erstmal wissen, was die dann für Effekte haben. Das heißt, ich werde erstmal noch ein bisschen warten, bevor ich die alle wieder verteile. Weil die helfen jetzt tatsächlich nur noch den anderen. So, nächstes Level 1000 Heldenseelen. Da kann ich auf jeden Fall, denke ich, ein paar reingeben. Aber genau, die steigen jetzt direkt an und steigen jedes Mal um ein Level dann. Nächstes Level 4000 Uhr, okay, aber immerhin steigen auch die Werte exponentiell mit. Das heißt, beim ersten 1000 für eine und für das nächste jetzt dann 4000, also 3000 dazu für 2. Gut. Dann kommen 5000 dazu für 3, naja, mal schauen. So, das hier ist dann SPS-Schaden. Den werde ich jetzt noch nicht gleich anfangen. Kosten für die Antiken. Genau, das ist auf jeden Fall sinnvoll, aber der steigt dann wahrscheinlich auch langsamer. Da werde ich aber gleich mal noch ein paar trotzdem investieren, damit es einfach schon mal ein Drittel günstiger. Ja, ich denke, das ist okay. Und dann natürlich, okay, der hat jetzt genau die inaktiven Boni.
50 und 125%. Naja, die anderen schaue ich erstmal, muss ich erstmal rausfinden, was dann jetzt die anderen tatsächlich wirklich für Boni haben. Das wird allerdings heute wahrscheinlich nicht allzu viel klappen. Okay, machen wir erstmal den Weihnachtsbaum fertig, weil den kann ich ja zumindest auch hier alleine anklicken mit meinem Superklicker und einfach erstmal ein paar Geschenke abholen. Mal gucken, ob dann auch dadurch, dass ich ja dann hier gleich ein paar Relikte bekomme, ob dann der Reiter auch gleich auftaucht. Genau, Zeit ist um. Und ich habe jetzt wie viele Geschenke bekommen? Ja, komm, hör wieder auf. Also, ein Labelmarker, das ist also eins von diesen neuen Objekten, was auch immer der tut. Und 8 Relikte. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Superklickdauer, Heldenkauf, Chance auf Urbosse und Gold. So, Urbosse auf jeden Fall schon mal nach vorne, der bleibt. Klickkombo ist nicht so interessant, auch nicht interessant. Sekunden-Energieschubdauer. Okay, 11% SPS. Sekunden-Energieschub. Und dann noch die Frage, Heldenkauf, Superklicker. Machen wir den noch mit rein und die anderen gleich weg. So, aber was mache ich jetzt mit... Okay, mal gucken, wie es im Shop aussieht. Also hier sehe ich erstmal nichts anderes. Hier auch nicht. Also was machen diese neuen Items? Weil die Kohlen, die kenne ich ja schon. Davon habe ich schon einige. Geschenke geöffnet. Okay, ich bin mal gespannt, ob ich Zuckerstangen bekomme, weil bisher habe ich davon noch keine bekommen. Schmiedekohlen, dafür gibt es ja auch noch keine Verwendung. Bloopcoins aktuell auch nicht. Und hier ist jetzt ein Labelmarkers und Spike Knock. Also mal gucken, wo die an irgendeiner Stelle verwendet werden, ob die schon irgendwie brauchbar sind. So, jetzt ist es an der Zeit, hier auch mal ein bisschen noch was einzukaufen. Zumindest habe ich ja ein bisschen Kohle und kann dann gleich schon mal die ersten hier aufrüsten. Aber es wird natürlich eine Weile dauern, bis da irgendwas vorangeht. Okay, Boss-Level. So, da kann ich jetzt noch mal gucken, inwieweit ich hier... Also Inaktivboni sind eh noch nicht da, weil solange ich die nicht habe, bringt das nichts. Und hier habe ich noch keine. Jetzt kann ich hier natürlich die SPS gleich noch ein bisschen hochpushen. So, mal gucken, steht hier die SPS. 1109. Und mit dem bekomme ich dann 100% mehr. Ja, verdoppeln. Also da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen dann auch tatsächlich pushen, um hier am Anfang auf jeden Fall schneller zu werden. Geben wir doch mal... Ah, genau, der bleibt gleich, steigt auch linear an. Dann gleich mal das 10-fache. Und dann weiterschauen. So, also die überweltliche Macht liegt jetzt bei 3,29 und es gibt keinen Bonus mehr auf die überweltliche Macht. Antike Seelen können außenstehend zugeführt werden für starke Vorteile. Unverbrauchte bringen keine Seelen, keine Vorteile, genau. Also die, die nicht vergeben sind, bringen auch nichts. Werden durch Opfern von ausgegebenen und nicht ausgegebenen Heldenseelen durch das Überschreiten erhalten. Genau, schauen wir mal. Also mal sehen, wie lange es dann dauert, da... Also es gibt kein Maximum mehr. Das ist auf jeden Fall spannend dann. Weil bisher sind ich auf jeden Fall deutlich in den Maxima gewesen, deswegen ja dann auch dieser Reset notwendig war. Einfach um die nächsten Seelen zu bekommen. Ich bin mal gespannt, wann dann hier der Reset sinnvoll erscheint, dass man da einen ausreichenden Vorteil gewinnt. So, erstmal die 25er voll machen und alles einkaufen. Ja, kann ich ja schon mal einen Klicker hier drauf setzen, dass der mir immer die Updates zusammenkauft. Und das andere kann ich hier erstmal noch selber machen. Nach einer Woche Spielzeit sollte ich auf jeden Fall genug Resets haben und auf jeden Fall eine gute Übersicht haben, was dann tatsächlich diese jeweils verbessern, also ob sich das wirklich lohnt. Weil wenn Kronos jetzt tatsächlich der war, der eigentlich nur die Bossfights dauernd verlängert, dann ist das eigentlich nicht so wichtig, weil wichtiger ist es eher, die SPS anzuheben, damit man den Boss schnell platt bekommt und auch alle anderen Monster. Und nach Level 500,
Mal schauen, also wie viele hast du gesagt, kommen da dazu? Also alle 500 Zonen kommt ein Monster pro Zone dazu. Das heißt, allein um das zu kompensieren, wenn es denn überhaupt geht, brauche ich da auf jeden Fall schon ziemlich viel von dem einen Ältesten dann. Und das würde aber heißen, bei 500, das sind 24, also bei 12.000 habe ich 24 Monster zusätzlich, die ich pro Level hier letztlich absolvieren muss, um weiterzukommen. Das ist dann auf jeden Fall schon ziemlich happig. Was mir auf jeden Fall auffällt, dass es hier im Moment schon deutlich zügiger was angeht, was den Start betrifft. Weil sonst muss ich hier immer noch Einzelschritte und Zehnergruppierungen oder sowas machen. Und im Moment ist es so, dass ich hier tatsächlich ziemlich entspannt schon mit den 25er Schritten weiterkomme. Da gebe ich doch gleich mal in die SBS noch ein bisschen was rein. Wird natürlich auch hier immer weniger, aber warum nicht gleich auf 200% SBS-Bonus? So, Kur wird um 10, der um 25, der um 50, 75 und der um 100% jeweils verbessert. Aber sie steigen halt um jeweils 1 an. Und hier gab es vorher 2, weil das war auf Idle Bonus und Idle Dings. Nein, ich muss mir mal die alten Videos anschauen, dann kann ich das besser vergleichen, wofür die tatsächlich dann zugeordnet waren. So, der ist jetzt schon Max, hat alle Fähigkeiten. Der auch. Dann kann ich hier gleich weitergehen. Und ja, auf jeden Fall mit so nahezu Instant Kill ist es noch ziemlich entspannt, dann weiterzulaufen. Also wenn es in der Geschwindigkeit weitergeht, dann würde ich doch noch einen Blick wenigstens auf Level 100 werfen wollen. Aber mal sehen, wie schnell da natürlich dann ein Urboss auch auftaucht. So, ich kaufe die Helden jeweils von der einzelnen Stufe nur so weit, dass ich natürlich alle von ihren Fähigkeiten aktiviere. Vor allen Dingen, soweit halt jetzt Fähigkeiten drin sind, die einen generellen Bonus geben, so wie zum Beispiel hier, dass eben eine Skill freigeschaltet wird oder eben allgemeine SPS-Boni. Und später klappe ich ja alle die dann wieder ein, die keine Spezialboni haben, sondern nur sich selber erhöhen, weil die dann meistens uninteressant werden. So, mal gucken, wie weit ich jetzt eigentlich mit den Klickern das Ganze noch beschleunigen kann. Ja. Und dann nehme ich die Klicker jetzt erstmal rein, weil Boni geben sie jetzt aktuell eh nicht und ich kann das Ganze nochmal beschleunigen. So, jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit ich den Titan heute schaffe. Habe ich den gestern noch abgeschlossen? Ja, nee, gestern habe ich nicht mehr abgeschlossen. Das heißt, wenn sich da jetzt nichts Grundlegendes geändert hat, sollte ich den auf jeden Fall in der Lage sein, klein zu kriegen. Und dann kriege ich vielleicht auch gleich einen Blick auf die Antiken. Also schauen wir mal, dass wir den gleich klein bekommen. Das scheint nicht zu reichen. Da ist entweder was an der DPS geändert worden. Oder ich war doch schon zu weit oben, sodass ich auf jeden Fall 2 Durchläufe hier mindestens brauche, um den Titan momentan zu besiegen. Ja, das reicht leider nicht aus. Hä? Der Titan ist noch nicht besiegt worden. Und trotzdem ist jetzt... Okay, also da hat irgendwas mit der Anzeige nicht gepasst. Aber das heißt, hier könnte ich jetzt schon mal die 4 Seelen einsammeln. Und dann kriege ich doch normalerweise, genau, den Antikenreiter freigeschaltet. So, mal gucken, habe ich hier jetzt schon einen neuer? Das ist der Berserker. Jetzt sind die natürlich noch nicht vom Namen her, glaube ich, alle übersetzt. Goldauer Schatztruhen, Sekundenklicker und Schadensbonus. Ja, die nützen mir soweit jetzt noch nichts. Weil der Schadensbonus ist natürlich ab Level 100 wird er relevant, wenn ich dann auch meine 240 Teile dort wieder bekomme. So, was haben wir jetzt? Superino, Tychus, Arterius, Salatas. Arterius, ist der nicht hier mit aufgetaucht? Nee, Arterius ist nicht dabei. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, inwieweit die Übersetzungen passen.
muss ich vielleicht nochmal aufs Englische umstellen. Admin. Ja, das ist nämlich doch der. Das heißt, das ist natürlich dann noch schnell anzupassen, dass man dann mit den richtigen Übersetzungen, weil die Namen in den Übersetzungen tatsächlich verändert haben, dass das dann wieder passt und hier eine deutsche Übersetzung drin ist. GIAF ist aber auf jeden Fall nicht dabei. Rubovs Kronos Dora. Also da ein bisschen aufpassen, dass ihr, wenn ihr tatsächlich auch mit einer deutschen Übersetzung spielt, dass da die Namen momentan noch nicht wieder übereinstimmen. Also der Start ist auf jeden Fall um einiges schneller, weil normalerweise habe ich einige Stunden gebraucht, bis ich wieder auf Level 100 gekommen bin. Das geht zumindest so am Anfang jetzt flotter. Mal sehen, wie das für den Rest des Spiels dann läuft. Ob dann die letzten Errungenschaften, die jetzt eigentlich nur noch ausstehen, weil ich brauche jetzt nur noch weitere Ascendant Souls bis 500, ob die dann jetzt schneller zusammenkommen. Und ansonsten natürlich meine Mercenaries, die ich noch wiederbeleben und sterben lassen muss. Und ansonsten eben tatsächlich bis Level 30.000, weil danach ist für mich das Spiel auf jeden Fall abgeschlossen, wenn es dann, also wenn zumindest diese ganzen Achievements abgeschlossen sind. Was dann natürlich auch spannend ist im Hinblick auf Clicker Heroes 2, was ja jetzt anscheinend kein Free-to-Play mehr werden soll, so wie sie es angekündigt haben, wegen der Sorge um die Spieler, wenn sie sich finanziell übernehmen, weil sie zu viel Geld für Rubis ausgeben. Ich frage mich ja tatsächlich, wie oft sowas vorkommt, dass Leute viel, viel Geld ausgeben, um Rubis zu kaufen. So, also wie war das mit den... Genau, die Prima Boss Chance sinkt um 2%. Das heißt, eben dann auch hier wieder bei 12.000 wären das um 24, sogar 48%, weil es ist ja alle 500. Das heißt, es wäre bei 1%, wäre es schon 24, das heißt 48% nimmt diese Chance ab. Aber bleibt zumindest dann bei 5% stehen. Das heißt, es ist natürlich eben die Frage, wie weit man das dann schafft, mit dem auszugleichen. Okay, über 100 bin ich jetzt auf jeden Fall schon. Habe aber noch keinen einzigen... Ach doch, hier habe ich schon ein paar Heldenseelen. Da habe ich die verpasst, wann sie aufgetaucht sind. Also mal sehen, wie viel die jetzt schon als Bonus bekommen. 1000 habe ich jetzt dazu bekommen. Okay, und hier jetzt die ersten Reaktivierungen. 36 von 240. Genau, die Rubis sind jetzt teilweise ziemlich groß und deswegen aber auch in der Form random, dass sie in einer unterschiedlichen Größe oder halt eben ziemlich groß auftauchen, dadurch, dass sie jetzt überall anscheinend auftauchen können und nicht mehr eigentlich nur, ich glaube, an 4 Stellen, wo sie bisher aufgetaucht sind. Und das heißt, jetzt wäre auf jeden Fall schon... die erste lohnende Reset, aber solange ich jetzt natürlich ohne große Hemmnisse weiterlaufen kann, kann ich das auch einfach durchlaufen lassen. So viele Heldenseelen mitnehmen wie möglich und dann wahrscheinlich auch ziemlich bald schon alle Antiken beschwören. Ja, also so schnell hat das früher auf keinen Fall geklappt, dass ich innerhalb von 30 Minuten eigentlich schon so weit bin, dass ich hier den Reset schaffe. Ah ja, das heißt, hier wird jetzt sogar angezeigt, dass ich erst, wenn ich einmal aufgestiegen bin, dann den Zugriff auf die Söldner bekomme. Sehr interessant, ob die jetzt irgendeinen Bonus bekommen. Also werde ich jetzt doch noch einen Aufstieg machen, um zu gucken, ob sich da direkt irgendwas ändert. Oh, hier sind neue dazugekommen, oder? Weil bisher Tsuzuki, den hatte ich jetzt glaube ich schon mal freigeschaltet, weil ich war gerade knapp an der Grenze zu dem 1 hoch 1000, wo der dann verfügbar wird. Und dann gab es nur noch die 3. Und diese 5 dürften jetzt neu sein. Also mal sehen, wann die dann verfügbar werden. Und einmal Reset. Das heißt, hatte ich jetzt natürlich schon den Vorteil, dass der schon bis Level 5 gekommen ist. Den Boss hat er zwar nicht gekillt bekommen, aber ich hatte natürlich schon einiges an Geld eingesammelt, weswegen der Start dann auch unproblematischer verlaufen ist. Hier haben diese Dinger irgendwas zu bedeuten. Gives Mercy a new random name.
Aha. Okay, das heißt, ich kann die dann umbenennen. Okay, und der ist schon gestorben. Dann kann ich die nächste Wiederbelebung machen. Und damit wahrscheinlich beschleunigen, dass man einen von diesen, wie ist er nochmal, Helden, einen Leroy Jenkins bekommt, weil der ja doch recht selten war, aber inzwischen ist das eigentlich soweit erledigt. Das heißt, die Frage ist, was es mir bringt, dem einen neuen Namen zu geben. Wahrscheinlich werden damit auch die Fähigkeiten umgestellt. Schauen wir doch mal, welcher ist denn hier uninteressant? Skills aktiviert durch Quest. Vollkommen uninteressant. Nee, wird nicht geändert. Okay, also es hat darauf keinen Einfluss. Also keine Ahnung, was es dann bringt. So, Christmas-Geschenke. Also klar, Leroy Jenkins bringt es natürlich trotzdem was, aber es bringt dann nicht allzu viel im Hinblick, dass man irgendwie hier auch die anderen Sachen optimieren könnte. Gut, da habe ich jetzt gleich nochmal ein paar Heldenseelen dazu bekommen, aber die bekomme ich erst nach dem Aufstieg. Zwei weitere Relikte, Heldenseelen, Monsterverse of Boss Life, das muss einer der neuen sein. Minimum 5 Monsters. Okay, also das Bossleben entspricht einer bestimmten Anzahl von Monster und das wird dann sozusagen anteilig abgezogen. Und dann jetzt mal schauen, was ich noch für neue Antike aktuell finde. Also Chance auf Urbosse natürlich erhöhen. Und okay, genau, das ist der Krankheit mit der Verringerung des Bosslebens. Heldenkosten, Gold von Monstern. Machen wir erstmal das inaktiv, weil ich mache das ja eh meistens als Idle-Game und lasse es im Hintergrund laufen. Da sind die Idle-Boni am interessantesten. Minus 0,24 Monsters required to advance to the next zone. Kumakuwaru. Okay, damit ist einer der Boni auf jeden Fall vorhanden. So, DPS per Undersigned Autoklicker. Vagur, den nehme ich noch nicht. So, Bosskampftimer ist Kronos, genau, das ist der. Also das ist einer von den Antiken, also von den, wie heißen die jetzt eigentlich? Von den überweltlichen Macht. Machen wir mal die Skills dazu. Energieschub. Okay, alles Detektoren, Marmon. Gold aus Schatztruhen, mehr Treasure Chests, Team Meos. Maximum 9900%. Okay. Ja, wäre es mal interessant zu wissen, was der Basiswert ist. Damit man überhaupt ausrechnen kann, was bringt mir denn eine prozentuale Erhöhung von welchem Basiswert. Deswegen ist das eigentlich immer ziemlich spekulativ. So, wieder die Chance auf doppelte Rubine, na immer. Gold von goldenes Klicken, das ist der neue Zaster. Beziehungsweise neuer Alter, weiß nicht, ob der vorher schon da war. Und wir nehmen jetzt den Boss-Timer dazu. Ah, da ist endlich Mortus, weil wenn ich den benutze, dann kann ich immer die Hälfte der Heldenseelen auf ihn bringen. Hab dann entsprechend auf jeden Fall die weiteren Heldenbonus und kann dann den Rest entspannt hochleveln. Also erstmal die Hälfte bis 100.000 Schaden. So, okay. Und dann sind auf jeden Fall so viel Bonus und den Rest kann ich jetzt unbehelligt ausgeben, ohne dass ich da irgendwas verliere. So, jetzt mal schauen, wie schnell der ansteigt. Oh, der hat einen deutlich höheren Anstieg jetzt aktuell. Das heißt, da bringt das ziemlich schnell dann was. Wenn ich jetzt schon ein ganzes Monster weg habe, nur bei Level 5. Aber mehr als, also 2 kann ich nicht unterschreiten, von daher ist das dann egal. So, hier kann ich den vergoldeten Schadensbonus auf jeden Fall noch deutlich erhöhen. Und die Chance auf Urbosse, mal sehen, wie stark das ansteigt. 6,5%.
Naja. Okay, jetzt mal gucken, was ich von den Antiken jetzt schon zuordnen kann. Also Kumaro Baro, den hatte ich ja jetzt gerade schon. Genau, das ist er. So, der hat natürlich den geringsten Bonus. Aber 2-3 lassen sich da auf jeden Fall aktivieren. Also 10% mehr. Mal gucken, wie stark sich das auswirkt. 1,24 auf, mal gucken, 1, also 12,5% mehr. Ja, also das ist genau dann linear. So, mal gucken. Ein bisschen mehr wäre da schon auch möglich. Das steigt linear um 10% immer an. Machen wir ihn mal auf 50% erstmal. 1,86. Ja, da habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Monster weniger, die ich pro Stufe brauche. Und hier geht es gleich erstmal weiter. Die 100er voll machen. Im Moment bin ich jetzt auch schon im Idle-Mode. Da kann ich auch für das Idle gleich noch ein bisschen was ausgeben. Jetzt kann ich noch mal gucken, welche ich hier jetzt noch zur Auswahl habe. Gold aus Schatztruhen. 1200. Okay, das ist schon zu wenig. Ja. So viel habe ich aktuell nicht mehr. So, jetzt stelle ich nochmal um, dass ich auch wirklich die richtigen Namen bekomme. Also, Edman, habe ich den jetzt schon hier drin? Chance auf Freemile Bosses. Okay, das ist der. Ist auf jeden Fall auch lohnend. Und der steigt um 25% pro Stufe. So, auch bis Level 5, 100% mehr. Das reicht erstmal. So, der nächste ist dann Bubos. Okay, also Bubos weiß ich noch nicht genau, welcher das sein wird, worauf der jetzt tatsächlich den Bonus hat. Mal gucken, was in der Patchnote drin stand, was Bubos sein soll. Bubos, Ancestors of Deceased, No Reduced Boss Life. Ah, dann hatte ich den vorhin schon gesehen. Ich dachte, den hätte ich aber gekauft. Nee, das war dann der mit der Boss-Energie. Das heißt, der ist für mich erstmal uninteressant. Mal gucken, ob der wirklich dann sinnvoll ist. Zumindest 100% kann ich den ja trotzdem mal geben, weil das kostet ja dann an der Stelle nicht wirklich viel. So, Kronos ist eigentlich genauso uninteressant an der Stelle, weil meistens ist es gar nicht so relevant, dass es auf die paar Sekunden da ankäme, wenn man die DPS weit genug hoch bekommt und dann resettet, um dann beim nächsten Mal mit mehr DPS aufgrund der Heldenseelen zu starten. Also Kronos gebe ich dann zumindest mal, naja, zwei Updates kann er auch bekommen, das ist 150%. Und Dora. War jetzt hier eine Dora schon gestanden? Die Treasure Chests sind das. Okay, aber da lohnt sich der Bonus auch nicht beliebig viel, weil wenn es nicht mehr als 990% geben kann, dann bringt es ja nicht allzu viel. Und sie wird dann in den höheren Leveln um wie viel runtergesetzt? Last Treasure Chest, Minimum 1% Chance. Ja super, jetzt ist natürlich nicht klar, wie viel die runtergesetzt wird. Aber zumindest, ich weiß ja nicht, ob das jetzt die Basischance ist oder ob das die Gesamtchance ist. Aber dann gebe ich da auch mal noch eins drauf. Aber viel mehr braucht das dann auch nicht. So, dann wären die jetzt soweit klar, bis auf den, nee, der andere, der war jetzt auch schon, also soweit habe ich jetzt alle zugeordnet, was welche Antiker die jeweils verstärken. Dann wäre es jetzt eigentlich bloß noch die antiken Kosten noch weiter wieder zu senken, letztlich. Und natürlich hier die Idle-Boni noch ein bisschen zu pushen mit den paar, die ich noch habe. So, 1000%. Das hier wenigstens auf minus 50% halbieren. Und den noch um 10 Level anheben. Dann habe ich zumindest wieder 3000 DPS Bonus. Und hier ist natürlich auch noch ein
bisschen was sinnvollerweise auszugeben, damit ich meine Primal Hero Souls auf jeden Fall pushen kann. Ja, es wird dann schon ein bisschen noch zu schauen sein und vor allen Dingen, wie schnell ich jetzt tatsächlich weitere Hero Souls bekomme. Mal gucken, ob ich das nächste Woche schon einschätzen kann, wie stark dann diese Updates dazu führen, oder wie stark das Update überhaupt dazu führt, dass man sehr schnell in die hohen Level kommt und dort auch etliche Heldenseelen einsammeln kann. Weil im Moment muss ich ja 1 hoch 37 Heldenseelen bekommen, um überhaupt die nächste Accident Soul bekommen. Natürlich, wenn die jetzt deutlich schneller zu bekommen sind, ist es auch sinnvoller, die eventuell hier stärker zu verteilen und auch die anderen, die ich jetzt im Moment nicht so bevorzugt sehen würde, die aufzuleveln, dann vielleicht denen auch noch einen stärkeren Bonus zu verpassen. So, also wer bekommt jetzt noch den letzten? Du noch einen, habe ich noch 7. Dann die Seelen noch. Und dann kann ich noch 4 in die DPS stecken. So, und damit sind die Accident Souls wieder alle ausgegeben. Und ich hoffe mal, dass es eine sinnvolle Aufteilung ist. Wenn nicht, kann ich ja beim nächsten Transcending dann wieder ein Reset machen und die alle neu verteilen. Okay, aber soweit für heute. An der Stelle jetzt von Clicker Heroes. Und jetzt auf dann zum nächsten Spiel. Jetzt wäre es natürlich noch interessant, wenn ich die Clicker sozusagen hinsetzen kann, dass sie, wenn sie offline weiterarbeiten würden. Was war jetzt eigentlich noch das andere neue Item? Beziehungsweise waren noch 2 neue Items. Also die Labelmarker sind die Umbenennung für die Heroes, also für die Spiked Knock und Candy Canes. Okay, Candy Canes sind ja die Wiederbelebung Zuckerstangen. Dann nehme ich mal an, dass die Spiked Knocked auch mit den Mercenaries zu tun haben. Vielleicht ändern die ja dann tatsächlich die Fähigkeiten von den Mercenaries. Mal schauen.